Leute und herzlich willkommen. Ja, bei mir ist schon wieder Donnerstag. Mittlerweile Donnerstagabend. Zeigt ihr rennt nicht mehr blöd. Hier hört man meine Schweine. Das war nicht gerade leise. Ja, die haben Hunger. Heute gibt's Bohnen, Auberginen und Champignon. Ja, ihr. Frisch gekocht für sie. Freuen sie sich. Ja, was ist die letzten Tage bei mir passiert, weil es schon Donnerstag ist? So, schlichtweg einfach nichts. Wir haben länger gearbeitet und ja, ich war beim Stahlhandel, habe wegen die Rohre angefragt. Zuerst habe ich angefragt wegen einem Zentimeter starken Rohr in 101 mm Durchmesser, Außendurchmesser. Ja, da haben sie mal eine Preissumme genannt. Das ist anders geworden. Das habe ich meinem Vater dann gesagt. Und dann sagt er, ja, du bist ja auch blöd, 1 cm Rohr kannst du auf keinen Fall nehmen, viel zu schwer, das zerreißt er ja hinten in die Streuer. Nicht welche im Gewicht, sondern wenn da mal was dazwischen kommt, gibt das Rohr nicht nach. Maximal 4 mm. Puh. Ja, dann war ich schockiert, habe ich gedacht, 4 mm. Ja, jetzt habe ich das Rohr mal aufgeflext, das alte, gemessen. 4 mm, na gut. Dann habe ich angerufen, habe nachgefragt, wie das ausschaut. Ja, 80 Euro. Na gut, habe ich bestellt, 3 Meter Rohr. Eigentlich wollte ich heute noch die Winkeleisen dazu bestellen. Aber gestern Abend kommt mein Vater dann und dann sagt er, jo, also ich habe jetzt mit meinem Bekannten da ausgemacht, oder mit seinem Arbeitskollegen da ausgemacht, wir können euch Zeug in Lichtenfels drücken holen. Hä? Was für Zeug? Ja, die Streuwalzen. Ja, schön, dass du es jetzt sagst, jetzt habe ich das Rohr bestellt. Das liegt da am Freitag schon für mich bereit. Tja. Ja, du bist doch doof, wieso bestellst du das einfach? Und das hättest du ja gar nicht gebraucht. Ich dachte, naja gut, ist ja egal. Ich bestelle es jetzt trotzdem, oder beziehungsweise es kommt jetzt ja für mich speziell bestellt. Trotzdem hier nach Kulmbach zum Stahlhandel. Und dann sage ich ganz ehrlich, naja, die 3 Meter Rohr kann ich auch irgendwo anders dann nochmal verwerten. Auch kein Problem. Den starken Durchmesser muss ich mal gucken, wo ich ne brauche. Aber die Streuwalzen, die wo wir jetzt da kriegen, ich weiß noch nicht, was für ein Gerät es war. War das ein Wege, war das ein Leli, war das ein Dächerreiter, war das... Das weiß er ja selber nicht. Wir wissen bloß, wir kriegen Streuwalzen. Die müssen, glaube ich, in der Länge noch angepasst werden, soweit ich weiß, weil sie ein wenig länger sind. Mehr weiß ich da auch nicht. Und was das angeht, ich habe das Rohr jetzt liegen. Falls ich es brauche, ist gut. Wenn ich es nicht brauche, lege ich es mal auf Lager, okay. Das sind jetzt 80 Euro plus die Steuer. Ist nicht günstig, das Rohr. Habe ich mir eigentlich günstiger vorgestellt, aber es ist halt so. Auf jeden Fall, das müsste dann morgen abholbereit sein. Und dann lege ich mir das hin und dann aufs Wochenende zu muss man halt mal gucken, dass man eventuell die Streuwalzen vom anderen noch holt und dann mal guckt, ob es zusammenpasst oder nicht. Ja, auf alle Fälle. Das ist so der aktuelle Stand. Jo. Schweinchen mampfen jetzt schön. Schmeckt gut, gell? Also gekochte Aubergine lieben sie ja. In ihrem Stroh haben sie sich wieder richtig schön ein Nest hingebaut. Da lümmeln sie dann nicht mehr drin. Tja. Wenn wir dann zu Hause sind, heute was Schönes. Richtig schön, freue ich mich, dass es endlich einmal geklappt hat. Wir haben Regen. Herrlich. Ich sag's euch, das ist so richtig schön, wenn du rausgehst und es regnet mal wieder. Erleichterung. Wirklich wahr. Die ganze Trockenheit. Jetzt hat gestern irgendwie abends ein Waldstück gebrannt. 400 Quadratmeter. Die hatten Glück, dass es nicht noch weiter übergegriffen hat. Puh. Auch nicht weit von da. Böse, böse, böse. Deswegen, ich bin richtig froh, dass es jetzt mal regnet und ja, es ist kein richtiger Plauscher, sondern es ist ein schön kleiner Regen. So, wenn es regnt, so kostet es welche mir mal 3-4 durchringen. Sag ich ganz ehrlich, hätte ich jetzt absolut kein Problem damit.
Ich genieße das jetzt gerade richtig. Es ist noch warmhausen. Ich habe zwar einen Pullover an, aber es ist trotzdem noch relativ warmhausen. Ja, und ich denke mal so bei dem Regen, da zieht es schön den Boden ein. Und dann kann auf alle Fälle das Gras nochmal richtig schön wachsen. Die Kartoffeln brauchen auf jeden Fall Wasser. Das ist ja ganz dringend notwendig gewesen. Ja, die Grube oben, wenn wir mit Wasser voll wird, ist auch nicht ganz verkehrt. Man weiß ja nicht, was noch kommt, weil kann ja sein, jetzt regnet es wieder und dann wieder wochenlang gar nicht. Ja, den Mais, wenn man sich so anguckt hier bei uns in der Ecke, teilweise haben sie schon angefangen, die Maisblätter quasi, die Blätter einzurollen. Ein Feld ist bei Katzenreuth draußen, da steht eigentlich Mais drauf, da stehen vielleicht drei einzelne Blätter oder so. Ansonsten ist das Feld kahl, wahrscheinlich ein wenig spät rausgekommen. Ein bisschen wenig Wasser dazu. Puh, nicht so gut. Also auf jeden Fall eine wirkliche Erleichterung, dass es jetzt einfach mal regnet. Schön. Und wegen mir kann es gerne mal so durchregnen. Das tut dem Wald gut, das tut die Wiesen gut, das tut die Äcker gut. Auf denen jetzt noch was wächst. Ich meine, für den Weizen bringt es jetzt nichts mehr. Der Weizen bei mir ist fast erntereif. Da musst du jetzt eigentlich eher wieder sagen, okay, da ist das Wasser fast schon wieder schädlich. Weil es kann unter Umständen durch die Feuchtigkeit jetzt dann zu Pilzbefall kommen. Aber ich glaube nicht, dass es so schlimm kommt. So reif war er denn doch noch nicht. Wie gesagt, wir haben ja geschätzt, dass es wahrscheinlich nächste oder übernächste Woche soweit sein wird mit Dreschen. Und naja, wenn es jetzt nochmal drauf regnet, egal. Hauptsache die Kartoffeln und der Rest kriegt dann mal was. Jo, so auf alle Fälle der aktuelle Stand. Zwecks Wasser, was wir von oben kriegen, wir sind jetzt aktuell bei 3 Liter. Also da ist noch nach oben genug Spielraum, das auf jeden Fall. Aber wir sind froh über jeden Tropfen, den wir kriegen. Tja, weil ich schon mehrfach gehört habe, du Mensch, bei deinen Pferden ist aber ziemlich trocken. Ja, stimmt. Und ich bin immer noch nicht zum Abebben gekommen. Oh Mann. Ja, keine Zeit. Bei mir drin ärgern sie mich jetzt gerade. Nicht auf der Arbeit, sondern hier in der Wohnung. Ich habe den Umzug gemacht gehabt im Frühjahr. Und es sind immer noch so Kleingruschlägen, die nicht fertig sind. Und ich weiß ja, man müsste fertig machen, aber im Moment ist einfach keine Zeit. Ja, jetzt fangen sie an, jetzt stellen sie mir das ganze Zeug, meine Leute, von ins Schlafzimmer neu, ins Neue. Also das nervt. Ja, jetzt sollst du quasi das ganze Zeug da noch aussortieren, das wird einfach bunt reingeschmissen, dann sollst du das aussortieren, dann sollst du deine Viecher noch machen, dann sollst du das noch machen. Also manchmal regt es mich schon ehrlich gesagt auf. Naja, auf jeden Fall, hier ist noch nicht fertig und ja, es ist ziemlich trocken. Ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen besser wird. Die Fläche ist jetzt ziemlich kahl gefressen. Ja, wie gesagt, hoffen wir mal, dass der Regen was bringt. Die Frecke. Ist ja aber auch kein Problem. Die kriegen halt jetzt bei mir dann Heu. Der eine oder andere schlägt jetzt die Hände über den Kopf zusammen und sagt, was? Du frisst jetzt Heu? Ja, ich gebe ihnen jetzt da Heu. Und mähe dann ab und an noch so kleine Ecken ab und gebe ihnen Gras. Ja, muss jetzt dann erst einmal vorübergehend reichen. So haben wir es letztes Jahr auch gemacht bei der langen Trockenheit. Das hilft ja alles nichts, was will ich machen? Ich kann mir das Gras ja nicht aus dem Ärmel schütteln. Auf jeden Fall. Ja, bislang kommen sie ganz gut zurecht und sind eigentlich ganz gut genährt. Also da gibt's nichts. Nee, Hanna! Ja, alter Mogel. Ja, und das Futter vom Supermarkt gibt's ja dann auch immer noch. Tja, da tun sie sich auf jeden Fall richtig schön gütlich dran. Jo, so, zum Kramer haben wir auch noch ein kleines Fazit. Ich habe ja da den neuen, in Anführungsstrichen, Kühler eingebaut. Und jetzt mittlerweile ja doch wieder ein bisschen was gearbeitet. Der hat einmal schwer gezogen, ist einmal richtig heiß geworden. Ja, und das Resultat lautet dicht. Gott sei Dank. Nee, alles bestens. Der Kühler hält dicht. Absolut keine Probleme. War jetzt, wie gesagt, noch so ein bisschen der kritische Bereich, wenn er mal richtig heiß wird, ob dann alles funktioniert, ob er dann auch wirklich dicht hält. Aber absolut top. Die Befürchtungen waren, denke ich mal, unbegründet. Das passt soweit. Ja, der steht ja jetzt aktuell hier drüben im Stadl. Ja, nicht der schönste Platz, aber ich habe halt jetzt aktuell keinen anderen Platz, wo ich ihn hinstellen kann.
Ja. Hier gibt es dann eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Der hat wieder TÜV im Februar 2021. Noch ein bisschen hin. Aber apropos TÜV. Der nächste Schlepper, der TÜV hat, oder die nächsten Schlepper, die TÜV haben, sind IHC und KL300. Die werden jetzt dann voraussichtlich auf, ja, Anfang August dran sein. Schauen wir mal. Normalerweise sind sie technisch in einwandfreien Zustand, da gibt es eigentlich gar nichts. Blinker funktionieren, Lichter funktionieren, Bremsen funktionieren. Eigentlich tipptopp, da gibt es nichts. Aber schauen wir mal. Ja, zu dem TÜV-Termin, da werden dann aber mehr Leute kommen. Wir machen da immer wie so ein Sammeltüff hier bei uns. Da kommen dann halt die ganzen Nachbarn, die Wohnschlepper oder PKW-Anhänger oder was halt alles da haben geprüft werden können. Die kommen dann auch mit her und das wird alles geprüft. Wie gesagt, wird Anfang August wahrscheinlich soweit sein. Ja, und dann ist das auch wieder erledigt. Dann haben sie wieder für 2 Jahre ihre Plakette, können wieder fahren. Ist doch gut so. Also wie gesagt, bei unseren Fahrzeugen machen wir da absolut keine Gedanken. Aber wir hatten schon so ein paar Spezialisten, die sind dann gekommen und ja, die Hupe hat gestern noch funktioniert. Du hast das Kabel vorne gesehen, da war es so abgegangen, dass du, also ich glaube, die hat schon länger nicht mehr funktioniert. Nein, die hat gestern noch funktioniert. Naja, halt das Übliche, wie man es immer kennt, ne? Oder dann so Spezialfälle, ja, der bremst nur noch einseitig. Und vor einer Woche hat er noch wunderbar auf beiden Seiten gebremst. Ach, der Reifen ist abgefahren. Ach, der war beim letzten Mal schon abgefahren. Ach, den sollte ich tauschen. Naja, halt die üblichen Verdächtigen, sage ich ja mal immer. Aber nie was Gravierendes. Alles, was du irgendwie dann regeln kannst, klappt immer ganz gut. Ja, bin ich auf jeden Fall gespannt. Das wird dann wieder ja, richtig Gaudi hier auf dem Hof, dann schätze ich. Das sind dann wieder ein Haufen Leute auf Amoto. Soweit ich weiß, von unterhalb kommen welche mit 2 Schlepper rauf, an dem F und am Fendt. Wir haben 2 Schlepper. Ich bin mir nicht sicher, der PKW-Anhänger könnte auch dazu kommen. Dann war noch einer aus einer Art unten her. Der wollte auch noch mit einem Butter drauf kommen. Was gar nicht. An Lanz? Oder an Hehler? Oder an Güldner? Ach, ich weiß nicht. Irgendein Schlepper hat der auch noch gehabt und dann, ja, sind noch ein paar mehr. Aber auf alle Fälle recht der Gaudi. Der TÜV-Prüfer wird sich freier. Können wir mal wieder davon ausgehen, das wird wieder 3, 4 Stunden dauern. Aber das ist bei uns eigentlich üblich hier. Ja, bei uns funktioniert das normalerweise wunderbar. Jo, mit dem hier bin ich auf jeden Fall super zufrieden jetzt. Läuft alles einwandfrei. Batterieabdeckung funktioniert auch. Hält bombig. Batterie rutscht nicht mehr, Batterie wackelt nicht mehr. Ich habe ja unten drunter noch eine Anti-Rutschmatte gepappt gehabt. Falls man sie sieht, dieses durchsichtige Ding da. Die habe ich mal vorsichtshalber unten drunter, dann kann die Batterie definitiv nicht mehr rutschen. Ja, und das funktioniert bislang absolut bombig. Geht wunderbar. Mit dem Zerben macht mir ja richtig Spaß, muss ich ja gestehen. Auch wenn immer mal wieder der Kommentar kommt, sag mal, fährst du gar nicht mehr mit dem KL300? Nein, natürlich nicht. Ich fahre schon mit dem KL300 auch. Aber der ist halt einfach, sage ich einmal, windiger, praktischer, schneller am Ultron und die Maschine. Und da passt es. Ja, weil im letzten Video oder in die letzten Video auch gefragt worden ist, haben wir bei deinem KA15 ist da hinten der Kotflügel eingedengelt. Ja, kann ich bestätigen. Ist er. Hier. So sieht man es vielleicht ganz gut. Ja. Der ist da reingematscht, aber nicht von mir, sondern vom Vorbesitzer. Ich habe das schon größtenteils probiert rauszuklopfen. Aber es funktioniert nicht, weil unten drunter die Haltestrebe ist. Die ist da punktschweißt und wenn du da zu viel klopfst, dann reißt sie A ab. Und B, hinten kriegt sie Risse. Habe ich versucht gehabt. Ist nicht so schön. Wollte ich da noch nicht weitermachen. Und dann habe ich bloß die größten Dengel ein wenig rausgemacht und den Knietscher. Wie gesagt, das ist der Arbeitsbulldog in Anführungsstriche im Vergleich zu dem KL300 nicht ganz so sauber zusammengerichtet. Ich gebe es ja zu. Der hat halt noch die ein oder andere Stelle, wie hier hinten, die ganzen Schweißdinge. Ja, das ist alles vom Vorbesitzer gewesen. Ich habe das alles nicht rausgemacht. Das ist noch drin und ja, die Delle da ist nicht schön, aber das ist so. Das ist eine Arbeitsmaschine.
Der KL300 nicht, das ist eine Anguckmaschine, aber das ist eine Arbeitsmaschine. Haltet mich für blöd, aber es ist halt so. Nee. Wie gesagt, ich habe da ausgedingelt, wo es ging und was nicht ging. Wurscht. Weil jetzt ist der Dullaken drinne. Ich fahre mal irgendwann mit dem Hänger, schlag zu weit ein, bumm, hinten auf dem Hänger drauf und dann ist genauso passiert. Ja, was dann in die Videos noch einmal kam, das war, sag mal, du hast doch deine Aggerschiene verkehrt rum drauf beim Kramen. Wieso? Wo ist die Aggerschiene verkehrt? Meint ihr, ich soll die rumdrehen? Die Schiene nach oben? Das ist doch Blödsinn. Die Schiene gehört beim Kramen nach unten. So rum. Andersrum ist Quatsch. Dann ist er A viel zu hoch oben und ich kriege die Hydraulik nicht weit genug runter. Und B, die ist ziemlich steif dann. Also die ist jetzt schon auch steif und kann sich nicht viel drehen. Aber auf alle Fälle ein bisschen beweglicher, als wenn ich sie komplett rumdrehe. Nee, die gehört bei Kramer wirklich so rum. Normalerweise war ja bei der noch ein Blech drauf. Die kommt ja vor dem KL300. Da war ein Riffelblech drauf. Das war da und da verschraubt. Ging hier oben so her, bis daher. Das hätte ich ja hier auch machen können. Habe aber leider vergessen, an die Unterlenke hier dann zwei Eisen nur zu schweißen. Damit das Blech dann auch irgendwo aufliegt. Und gut, ich habe es runter gemacht, weil das ist die Schiene, mit der ich die Presse fahre. Das Riffelblech, wenn es da drauf hast, das sehe ich beim KL300, habe ich es einmal probiert und habe mich geärgert wie Sau. Du verknatschst damit das ganze Riffelblech, also es war vorm Restaurieren, da hatte ich die Welger WSA hinten dran und hatte bloß die Aggerschiene. Ja, und dann machst du die Presse hinten drauf und wenn du mit der Presse fährst, die liegt halt voll auf dem Riffelblech oben mit ihrem Gewicht drauf. Und es knietscht hin und her und beim Lenken und scheuert und macht und ja, schön ist das nicht. Das Blech hat ja noch nicht mehr so toll ausgeschaut und deswegen habe ich gesagt, bei dem bleibt das Blech dann gleich unten. Ich habe eh die Halter nicht dafür. Blech bleibt unten und dann ist das die Aggerschiene für Presse oder irgendwelche Geräte, die du halt da hinten einhängst. A, die ist eh ein bisschen dünner, dann kriegst du überall ein wenig schöner eingefädelt. Und B, es rutscht besser. Ein wenig Fett drauf und dann gleitet es. Und wie man sieht, ein bisschen was hat die schon gearbeitet. Ich stecke die halt dann von dem einfach auf den KL300 oder wie beim letzten Video dann auf dem Allgäuer einfach hinten drauf. Da passt die genauso. Und dann kannst du mit dem Allgäuer auch ziehen. Ja, und weil da auch jemand geschrieben hat, haha, von wegen mit 12 PS ziehen, wieso nicht? Also, der Allgäuer macht das locker. Einziger Nachteil beim Allgäuer oder beim KA15, die haben keine Doppelkupplung. Und wenn du fährst und hast deinen Gang drin und willst stehen bleiben, weil die Presse kurz vorm Verstopfen ist, dann musst du den Gang quasi entweder rausrupfen oder rausschieben unter Last, weil du kannst nicht einfach stehen bleiben, sobald du die Kupplung zapst, bleibt auch hinten die Presse stehen. Ich sag mal, das ist so der Nachteil hier bei dem Schlepper oder beim Allgäuer gegenüber vom KL300. Beim KL300 zapp ich das Kupplungspedal halt durch und dann greift die Zapfwellenkupplung, Quatsch, die Fahrkupplung, dann bleibt er stehen. Und zapp ich's voll durch, dann ist auch die Zapfwellenkupplung ausgeschaltet. Und oder die Zapfwellenkupplung eingerückt, ausgerückt, eingerückt. Ihr wisst schon, was ich meine. Die Zapfwelle dreht sich dann nicht mehr. So ein Gelaber hier schon wieder. Tja. Und ich sag mal so, ist natürlich schon ein bisschen komfortabler, wie jetzt hier. Aber du kannst mit 12 PS genauso pressen. Was halt noch einen Unterschied ausmacht, bei 12 PS natürlich, wenn du jetzt dann im ersten Gang mit einer Allgäuer presst. A, der ist im ersten Gang bei fast Vollgas ziemlich schnell unterwegs. Hat man ja gesehen. Und was ein Problem wäre, wenn es jetzt dann noch bergauf geht und du hast der richtige Schwad, also ich glaube, dann könnte doch so an seine Grenzen kommen. Auch so auf der Geraden mit einer Allgäuer auch kein Problem. Funktioniert. Im Hang drin ist mir der KL300 dann definitiv lieber. Und auf dem anderen Hang, den wo ich da gemacht habe, auch wenn da viele schreiben, das ist ja gar kein Hang. Also mir hat es gelangt. Es ist grenzwertig und das Vorderrad hat mal den Bodenkontakt verloren. Also von wegen. Aber ja, man könnte sagen, was der wollte. Das ist mir genug Hang, ich brauche nicht mehr. Auf jeden Fall da drin ist mir der IHC dann vor der Presse doch noch lieber. Ich habe ein wenig mehr Leistungsreserven und ja. Ist ein wenig schöner zu fahren, ein wenig angenehmer. Aber so hier jetzt auf dem Feld oder ich schätze mal beim Pressen dann selber hier auf dem Acker,
Da würde definitiv dann vorgespannte KL300. Und dann können wir mal ein paar Ballen pressen. Tja, so viel auf jeden Fall dazu noch. Ja, und in der Maschinenhalle, da ist noch was gekommen. Und zwar mein neues Ballengarn. Ja, Lavendelfarben. Lavender. Habe ich mir im Internet bestellt, Agrartechnik Online oder Agrarshop Online oder irgendwie sowas ähnliches, ist ja egal. Da habe ich mir das bestellt. Sind 400 Meter pro Kilo. Eine Rolle hat 5 Kilo, also 5, 10, 15, 20 Kilo. Ja, kann man sich ja dann ausrechnen. 400 Meter pro Kilo macht 2 Kilometer pro Trommel. Und da kannst du doch wieder einige Ballen pressen. Ja, jetzt wird erst einmal das alte Garn, was ich in der AP12 drin habe, wird gar rausgepresst beim Strohpressen. Und ja, dann kommen die zwei Schätzchen hier jeweils in ein Garnfach hinten in einen Garnkasten rein. Eins davor wird eingefädelt. Man könnte ja sogar das andere Ende dann wieder anknoten und dann wird es einfach durchlaufen. Mache ich aber nicht, ich fädel lieber neu ein. Ja, und dann haben wir auf jeden Fall wieder genug Garn für die nächste Zeit. Ich tue es gleich dann verstauen im Garnkasten, dann ist es aufgeräumt, dann ist es weg. Da erzählt es nicht, hier steht es ja doch wieder bloß im Weg. Wenn man vorher schon gesagt hat, ach, räumst du in der Halle oben auf, dann sage ich, naja, also wegen die zwei Wochen, bis wir pressen, dann lohnt sich das auch nicht mehr. Da lasse ich es doch gleich hier. Und gut ist die Sache. Ja, auf jeden Fall. Da haben wir jetzt wieder ein bisschen Reserve, da können wir wieder ein paar Ballen pressen. Auch nicht schlecht. Ja, das Auto von meiner Mutter gerade. Was kaputt? Hehe, auch Smart ist nicht gefeit. Weil sie immer alle schimpfen. Typische Smart-Krankheit. Kabelstrang. Naja, dafür geht halt bei meinem dann das Getriebe kaputt. Oder ja, Ölleckagen überall. Oder, ja, er rostet oder sonst sowas, hat halt Smart so die Krankheit, dass er dann einfach mal Kabelstrangprobleme hat. Bin ich nicht froh, alle Auto gleich, jedes Auto ist ein besserer Spurkass. Ein Glück. Und ich bin nicht der Einzige, der in sein Auto ab und an mal was reinstecken muss, weil wieder mal was kaputt ist. Ja. Jetzt wisst ihr auch, dass ich wieder ein neues Ballengarn habe. Wollte ich jetzt auch einfach noch gesagt haben. Und ja, ich denke mal, jetzt werde ich dann Feierabend machen. Ich muss noch schnell einkaufen. Kaffeemaschine gehört entkalkt. Muss ja Essigessenzen holen. Ja, und dann schauen wir mal. Dann geht es ja schon wieder ans Video schneiden. Ein Geld auf der Bank muss ich noch holen fürs Rohrmoin, dass ich das direkt bar bezahlen kann, wenn ich es abhole. Ich meine, ich könnte es auf Rechnung machen. Bin dort Kunde, aber machen wir gleich Barzahlung und die Sache ist gegessen. Und dann schaut die Woche doch schon wieder ziemlich gelaufen aus. Ja, Zeit rennt immer viel zu schnell. Ihr seht's ja. Ruckzuck ist schon wieder rum. Und nicht viel passiert. Ich weiß. Ja. Ist halt einfach so. Was wollen wir machen? Das Mal war halt einfach weniger los. Das nächste Mal ist dafür wieder mehr. Ich habe jedenfalls gesagt, zum Dreschen und Pressen, dann werde ich einmal eine Woche Urlaub nehmen. Oder ein paar Tage oder so. Nur mal gucken. Ja, und die Starre sind unterwegs. Ein ganzer Schwarm. Ja, und wenn das gemacht ist, dann eventuell fange ich dann einmal mit dem Mähbalken noch an. Oder Miststreuer oder wie auch immer. Irgendwas, eins von beidem. Das sehen wir schon. Ja. Gibt es dann noch was zu sagen? Ja. Eine Kleinigkeit. In letzter Zeit sind wieder mal einige Daumen nach unten unter die Videos. Und ich würde jetzt einfach gerne mal in die Runde fragen, warum denn? Liegt es dran, weil ich irgendwas Verkehrtes sage oder passt euch einfach nicht, was ich mache, oder habt ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge? Dürft ihr einfach mal rauslabern, raussprechen und so. Und gleich vorweg an solche Spezialisten, die meinen,
Wir geben immer fleißig einen Daumen nach unten, weil er ja gar so ein A-Popoloch ist. Wisst ihr was? Könnt ihr mich nicht damit ärgern. Könnt ihr auch gerne wieder drunter schreiben. Da sage ich dann bloß LMAA. Kurze Abkürzung. Böse. Ich lasse mich auf jeden Fall nicht ärgern, falls ihr das denkt. Ich wollte bloß, wie gesagt, auch mal wissen, warum kommen immer wieder Daumen nach unten. Wenn ihr Kritik oder was habt, dürft ihr natürlich gerne sagen. Mich interessiert es ja einfach einmal, warum der Daumen nach unten geht. Dass er nach unten geht, ist mir im Grunde genommen, ist es mir egal, aber wäre halt schön zu wissen, warum. Weil vielleicht kann ich ja was dagegen machen. Und wie gesagt, Thema, ich soll meine Videos aufhören, das könnt ihr abhaken, das hatten wir schon. Machen wir nicht, gibt genug Leute, die sie sich gerne angucken. Und da bleiben wir auf jeden Fall auf dem Stand, wie wir sind. Jo, na gut. Jetzt sind wir aber wirklich am Ende vom Video. Mehr gibt es definitiv nicht zu sagen. Es ist Feierabend. Ich wünsche jetzt auf alle Fälle mal allen ein wunderschönes Wochenende. Ja, ist ja dann morgen quasi soweit. Ich werde euch auf alle Fälle auf dem Laufenden halten, wie es mit dem... Jetzt haben wir schon wieder Wasser auf der Linse. Wie es mit dem Miststreuer weitergeht. Wenn ich da die Streuwalzen kriege, das auf jeden Fall. Wie gesagt, jetzt für dieses Video war es halt einfach mal weniger Material. Ich weiß, die letzten waren jetzt wieder länger. Jetzt kommt wieder ein Video, wo vielleicht dann einige sagen, oh, wieder bloß Gelaber. Ich weiß. Aber das ist halt, das gehört auch einfach dazu. Ein Farmvlog, der soll ja zeigen, was ich mache oder was passiert bei mir. Und ja, wenigstens einfach mal nicht zeigen kann, weil nicht wirklich was passiert ist. Dann kann ich zumindest die aktuellen Bestandsdaten aufrechterhalten, dass du wisst, um was es jetzt aktuell geht oder was so passiert. Und das haben wir jetzt gemacht. So, und in diesem Sinne, wie gesagt, ein schönes Wochenende und bis nächste Woche oder gegebenenfalls vielleicht Samstagabend. Müssen wir mal gucken, vielleicht machen wir wieder einen Stream. Ich verspreche mal noch nichts, aber es könnte unter Umständen sein. Es könnte. Gucken wir mal. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, schönes Wochenende. Servus.